So, ihr Lieben, jetzt mache ich mal einen Dip mit euch in Kochs Liebling. Oft verkannt, wenig gezeigt, aber ich habe gedacht, komm, machen wir heute mal. So, ich habe hier fettarm Quark, 150 Gramm. So, zack. Gekörnter Käse, 100 Gramm. Gurke, bin heute ein bisschen kränklich, glaube ich. Tomate, die manchmal noch ein bisschen kleiner, weil es jetzt schon sehr voll ist, hätte ich vielleicht zuerst reintun sollen. Manchmal, das brauche ich gar nicht mehr reintun, das ist für die Hunde. Läuft heute bei mir. So. Gurke dazu, dann setze ich den Deckel auf von Kochs Liebling, ein bisschen Quark runter machen und dann drücken. Geht auch ganz einfach, obwohl schon sehr viel drin ist, seht ihr, einfach aus dem Handgelenk, zack, zack, zack. So, nochmal ein bisschen Gurke dazu. Ich mag es immer sehr frisch. Gurke macht die ganze Sache frisch. Nochmal ein bisschen die restliche Tomate dazu. Zack, zack. So, hier habe ich von der Franka, die nehmen es mal ein bisschen schärfer. Aglio Olio Peperonci, scharf, sehr scharf. Also vorsichtig dosieren, wenn ihr es nicht kennt. Wie gesagt, Frankas Laden in Kevela. Ein nix verkommen lassen hier. Zack. Zwei. Ich nehme jetzt granulierte Zwiebel. Wenn es rauskommen würde. Ein Teelöffel reicht. Und Knoblauchsalz. Zwei Teelöffel. Deckel wieder drauf. Zu euch. Moment, ich habe was vergessen. Basilikumöl habe ich aus Frankreich mitgebracht. Das ist so lecker. Ein bisschen einfach fertig. Und dann wieder zack, zack, schön klein machen. Dann gehe ich einfach hin und drücke die Gurke auch noch mal ein bisschen runter, weil ich halt so viel drin habe. Mache hier noch mal den Rest vom Messer bzw. vom Löffel ab. So. Ich sage mal zu meinen Kunden aufstehen, weil die wenigsten Leute kochen ja im Sitzen. Aber fürs Video bleibt es mal sitzen. Könnt ihr einmal hier so ein bisschen rumrühren, um zu gucken, zeige ich euch das mal, dass es schon sehr schön klein ist. Ein paar Stücke sind noch, aber ihr drückt es einfach wieder runter. Einfach, um auch mal zu zeigen, ich brauche nicht immer eine Küchenmaschine. Ich habe ja auch eine, das ist ja eine Krux. Ja, kein Thermomix. Die tut es aber auch. So. Dann ist der schön vermengt. Der Vorteil von Kochs Liebling ist auch, ihr habt da auch einen Deckel zu, mit dem ihr den verschließen könnt. Zack. So, mein Ofen ist vorgeheizt. So, ich will es euch noch mal eben zeigen. So, und dann könnt ihr das super verschließen, habt hier einen tollen Dip, den dann nachher zu allen möglichen Sachen reichen könnt. Schön fruchtig, weil wir die Tomate mit drin haben und die Gurke. Und wie gesagt, sehr lecker. Dürft ihr gerne nachmachen. Rezept findet ihr wie immer unten drunter. Ich wünsche euch viel Spaß.